Schubs oder was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video. Freunde, dass ihr alle eingeschaltet habt. Oh mein Gott, das ist schon so lange her, dass ich das gesagt habe. Alter, ich kann auch wieder stehen, aber leider ist die Folge halt voll für den Arsch. Also mein Bein geht es noch immer nicht gut für die Leute, die es interessiert. Aber Freunde, ihr habt bestimmt mitbekommen, was das Geheimprojekt ist. Und das Geheimprojekt seht ihr gerade hier im Hintergrund. Das Geheimprojekt ist einfach eine eigene Party im Yuka Club in Köln. Das wird so crazy. Wir haben uns so verrückte Sachen einfallen lassen. Wir haben über 50 Kilogramm Konfetti. Hier mal kurzer Trailer. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my heart corrects, I'ma rip this shit till my bones collapse. Freunde, ich brauche gar nicht mehr zu sagen, das wird heftig. Wir haben krasse DJs am Start, Han und so sind alte Freunde von mir. Die haben schon bei World Club Dome aufgelegt. Also Freunde, falls ihr aus dem Raum Köln kommt, kommt vorbei, Leute. Wenn ihr am 12.04. nicht im Yuka Club in Köln seid, wo seid ihr dann, Freunde? Alle Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, auch der Vorbesteller-Link, falls ihr safe eine Karte haben wollt. Wenn nicht, könnt ihr natürlich auch an die Abendkasse kommen, gar kein Problem. Wir haben Platz für jeden. Freunde, ich gebe einen aus. Wir sehen uns am 12.04. hoffentlich. Viel Spaß, aber jetzt erstmal mit Arten. Partygästen. Tschüss. Woo! Let's go! Woo! Woo! Yeah! Fire! Fire! Was machst du da? Verbrennt Dances! Woo! Ist verrückt geworden. Komm, wir gehen. Komm. Der Fortnite Dances Spacken. Psst. Psst. Hä? Psst, psst. Was denn? Psst. Was ist denn? Psst. Kennst du den? Nein. Psst. Red doch mal mit mir! Psst, psst. Na, komisch. Wollen wir uns noch was zu trinken holen? Ja klar, Alter, warte. Ey, wo ist mein Portemonnaie? Wie wusste denn dein Portemonnaie? Ich hab's nicht mehr. Nee. Ey! Ey! Du Wichser! Der Dealer, der dich danach abzieht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal auf sowas angesprochen wurdet, weil ich werde tatsächlich irgendwie immer auf Partys angesprochen. Sehe ich so schlimm aus? Boah, ey! Hat mal jemand einen Flaschenöffner? Ey, du hast schon genug getrunken. Ja, das ist her. Genau. Gar nicht. Boah, die, was geht da vor? Der ist ja mega besoffen. Ey, Joyce, ich hab in deine Vase gekotzt. Hä, was für eine Vase? In die hier. Oh Gott, nein, da ist mein Opa drin. Bist du dumm? Da passt doch gar nicht dein Opa rein. Oh. Da ist ja wirklich dein Opa drin. Der Typ, der einfach auf jeder Party kotzt. Entschuldigung, Opa. Stell dich wieder zurück. Mach nichts. Aber wieder zu. Keiner gesehen. Hey, Chris, lass mal nach Hause gehen. Ich hab keinen Bock mehr. Aber was ist denn mit der Alten? Wir wollten doch heute alle eine abschleppen. Los! Ja, wollte ich, aber... Ja, wie? Was aber? Nee, sorry, so eine bin ich nicht. Ja, ich hab dich schon gefickt! Ach, wie, wann? Hä? Ja, da hinten, da. Wo? Ja, hier, da vorne, hier auf dem Dancefloor hab ich die von allen Seiten. So brauch ich nicht mehr. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Und wie war's? Wie war's? Ja, voll gut. Deshalb brauch ich die nicht mit nach Hause nehmen. Komm, wir gehen nach Hause, Alter. Die hab ich schon dreimal. Da vorne. Dreimal? Ja, hier vorne. Da vorne! Komm, wir gehen jetzt nach Hause. Der Danny einen abbekommt und dabei auch noch lügt. Ist das nicht dieser Valentino von GZS? Nee, ich meine von unter uns. Unter uns, ja. Oh mein Gott, ja. Geh mal hin. Ja, geh mal. Schon immer mal sehen. Ey, du bist doch Valentin, oder? Geil. Also ich bin Aaron. Nee, Valentin, du heißt doch Valentin. Nein, ich bin Aaron. Nee,
Ich hab doch die gesehen. Ey, und dein Vater, ey, der ist ja so streng zu dir, das finde ich ja mega. Ich weiß, geil. Ich weiß. Aber, ja. Aber das ist ja eine Rolle, die ich spiele, ne? Also ich bin ja Aaron und ich spiele ja den Valentin. Ja, und dein Vater ist so böse zu dir, das habe ich gesehen im Fernsehen. In der Serie. Ja, genau. Ja. Ja. Der. Also Valentin, wie läuft es mit deiner Polizeiausbildung? Bist du ja jetzt Polizist? Also, das ist halt alles die Serie, ne? Also die haben es geschrieben, dass wir das irgendwie drehen und sowas, aber das hat ja nichts mit mir jetzt persönlich zu tun. Also das ist ja alles quasi der Typ, den ich spiele, aber das bin nicht ich. Ja, aber und was machst du jetzt? Also ja, ich spiele weiter. Also ich mache jetzt übrigens einen Saftladen auf, der nennt sich Aaron Saftladen. Da müsst ihr alle hinkommen am 20. April. Und ich mache weiter Schauspielerei halt, ne? Aber ich spiele die Rolle auf jeden Fall. Ich bin das nicht. Also du bist kein Polizist? Nee, ich bin kein Polizist. Aber schwul bist du? Das war auch so ein Major, aber nee, ich bin auch nicht schwul. Hä? Ich check gar nichts mehr. Egal, richte deinen Vater Grüße aus, ja? Mach ich gerne, okay. Ja. Mach's gut, ciao, Valentin, hä? Ciao. Valentin oder Jonas oder in dem Fall TV-Star unter uns, falls ihr ihn nicht kennt, dann weiß ich gar nicht, ob ihr die Szene versteht, aber der TV-Star, bleiben wir einfach mal dabei. Boah, wir müssen uns gleich unbedingt so Typen besuchen mit Traktoren, weißt du, die so aussehen, als hätten die Traktoren. Traktoren? Warum Traktoren? Die sind doch hässlich. Hä, aber Traktoren kosten voll viel, so 1 Million Euro oder so. Was? Ja. So viel? Boah. Ja. Guck mal, die haben bestimmt Traktoren. Komm hier mal hin. Boah, die sehen so aus wie so Bauern. Ja. Ey, Jungs, ihr seht so aus, als hättet ihr einen Traktor. Habt ihr einen? Nee, ich hab so einen großen. Ich hab einen großen Lamborghini, aber keinen Traktor halt. Hä, Lambo was? Lamborghini? Boah, kenn ich nicht. Lass gehen, lass weiter gucken. Lamborghini zieht heutzutage nicht mehr. Hey, du F***, komm mal her, bist du Schläger? Die Golddigger Bitches, die gibt's einfach überall, wirklich in jedem Club. Hey, wer bist denn du? Ja, wonach sieht's denn aus? Handyspieler, Gameplay, keine Ahnung. Ich bin der Fahrer. Ach so, deshalb auch. Der Fahrer. Das ist ein Scheiß-Gag. Leute, das war's mit dem Video, falls es euch gefallen hat. Gebt doch mal einen Daumen nach oben für die ganzen Chaoten. Vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Und den zweiten Teil gibt's auf Joycy-Kanal. Da haben wir nämlich vorgestern ein Video gedreht. Auch Arten von Partygästen, auch richtig cool geworden. Schaut da gerne vorbei, alle Links in der Videobeschreibung. Alle Links zu Party sind natürlich auch in der Videobeschreibung. Ihr wisst, was euch erwartet, krasser Scheiß. Die alle sind mit am Start. Kommt vorbei, 12.04. Kommt vorbei, wir sind alle mit am Start. Wir sehen uns wieder nächste Woche Samstag. Ciao.